Der alte Kaiser hinter mir, der friert und der bebert so richtig, obwohl er natürlich stillsteht, aber Rekordtemperaturen wie zu Zeiten von Kaiser Franz Josef, die gibt es am heutigen Tag glücklicherweise nicht. Denn am 2. Jänner 1905 hatte es beim Hohen Sonnblick in Salzburg gar minus 37,4 Grad, also davon sind wir noch meilenweit entfernt. Aber Wetter wie im Franz Josefs Land, dieser berühmten Inselgruppe bei Russland, die gibt es heute auch. Vor allem im Osten des Landes schneit es immer wieder verstärkt, nicht nur in den Vormittagsstunden. Sollten Sie unterwegs sein, bitte aufpassen, spiegelglatte Fahrbahnen sind hier möglich und man muss immer wieder natürlich auch mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die gute Nachricht ist allerdings, in den nächsten Tagen wird es dann allmählich wärmer. Der Winter wird sich dann verabschieden, zumindest im Flachland endlich einmal verabschieden, und dann ist die Bühne freigegeben für den Frühling. Bis dahin heißt es noch einmal, bitte dick anziehen. Sollten Sie heute unterwegs sein, lohnt es sich, nicht nur mehrere Schichten zu tragen wie eine Zwiebel, sondern vielleicht haben Sie auch so eine selbstwärmende Jacke, wie Sie das sehen können. Die wärmt ganz besonders gut, wenn man lange draußen ist, und dann kann man den kalten Temperaturen noch Herr werden und mit diesen kalten, aber schneereichen Aussichten wieder zurück ins Studio.